Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute glitzert es ganz gewaltig, denn ich mache mit euch eine Karte mit den neuen Glitzersteinen. Dazu habe ich mir die Schablone hergenommen mit den Strichen drauf, eine Karte in Slimline-Format und einen passenden, etwas kleineren Aufleger. Das ist alles in der Renke-Haus-Kollektion. Und da haben wir die ganze Pracht an schönen Glitzersteinchen, sind auch so ein bisschen facettig geschnitten. Also wirklich wunderschöne Farben. Habt ihr ganz viel zur Auswahl. Ich fange jetzt an mit dem Aufleger. Und zwar habe ich hier dieses Ice Spruce, heißt es. Das verlinke ich euch aber auch alles noch unten in der Videobeschreibung. Dort fange ich jetzt an und mache mir den unteren Bereich dieser Karte. Quasi wie so eine Wiese halt, ne? Also quasi den unteren Bereich, rechts und links ein bisschen höher, damit es ein bisschen Abwechslung ist. Und dort reibe ich jetzt schön mit dem Bürstchen darüber, dass das alles gut eingefärbt ist. Genau, da braucht ihr ein bisschen Geduld, aber irgendwann sind wir dann soweit und dann gefällt es mir so, wie es aussieht. Voilà, da sind wir fertig. Noch schnell einmal wischen. Dann mache ich mir meinen Spruch drauf. Und zwar benutze ich hier diese Misty. Das ist immer ganz gut, um auch kräftige Abdrücke zu machen. Und dann nehme ich hier mir dieses Sprüchlein von Herzen, setze mir das da unten in die Ecke, wo es vielleicht nicht ganz so duster ist, und stempel mit dem gleichen Ice Spruce, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, benutze das als Stempelfarbe und gehe da auch zweimal drüber, dass es einen schönen satten Abdruck gibt, damit man das auch schön erkennen kann, gerade weil auch eine dünnere Schrift dabei ist. Genau, das haben wir. So schaut es aus. Und damit ich das nachher nicht mit der Schablone quasi abdecke, klebe ich mir ein kleines Stückchen Washi-Tape drauf. Je nachdem, was ihr für einen Spruch habt, könnt ihr auch vielleicht ein Stück Papier nehmen oder so, aber das Washi hat eigentlich super gehalten und es trägt auch nicht so auf. Die Gräser sollen jetzt eigentlich mehr an den unteren Rand. Das heißt, ich setze mir die relativ weit nach unten und fixiere mir die Schablone gut, damit sie nicht verrutscht. Und dann mache ich noch diese Gräser, also sind ja alle gleich hoch, mit kleinen Futzelchen von dem Washi-Tape mache ich mir das eine oder andere ein bisschen kürzer, indem ich da einfach mal zwei von denen abklebe, damit es nicht ganz so starr nach oben geht und alle gleich lang sind, wie in einer normalen Wiese ja schlussendlich auch. Dann habe ich hier meine Acryl-Leichtstrukturpaste. Die benutze ich jetzt erstmal quasi in Weiß, das reicht. Brauchen wir heute gar nicht so viel Farbe. Glitzersteine bringen genug Farbe rein. Und dort fülle ich jetzt die Schablone aus. Dass überall was ist, am besten halt immer von dem Washi weg und nicht hin, sonst rupft man es nachher noch ab. Aber das werdet ihr ja sehen, wie es funktioniert. Voilà! Das haben wir gemacht. Jetzt können wir das auch abziehen und abwaschen, sauber machen. Genau, so schaut's aus. Am besten macht ihr auch gleich dann das Tape unten ab, damit euch das, jetzt ist das ja noch feucht, dann geht das am besten. Und ihr seht, da kann man wunderbar dann auch einen Spruch verstecken. Jetzt fange ich an mit meinen Glitzersteinchen, die ich mir zurechtgelegt habe. Das ist einmal so ein schönes Grün, so ein Hellgrün. Mein Strukturpass ist jetzt noch nicht ganz trocken, aber das hat eigentlich nicht gestört, wenn man vorsichtig ist, macht das eigentlich nichts. Außerdem kann man das dann so ein bisschen noch reindrücken in die Strukturpaste. Aber die Glitzersteine haben auch alle ein Kleberücken, also da braucht ihr noch nicht mal mit Kleber großartig hantieren. Ich mache nicht auf alle Gräserspitzen einen Glitzerstein drauf, das wäre sonst zu viel und auch zu gleichmäßig. Also ein paar sind auf jeden Fall noch frei. Und damit das dann auch einen schönen Effekt hat, werde ich mir jetzt noch die beiden Seiten, links und rechts, erstmal ein bisschen Platz machen hier, wo die Karte dann drauf kommt. Also die soll an den unteren Rand der Karte dann platziert werden. Und links und rechts mache ich mir jetzt auch noch ein bisschen was von dem Distress Oxide hin, damit er wie aus einer Hand quasi aussieht, aus einem Guss. Genau. So, ich glaube, das reicht. Und dann
kommt das unten bündig an die Kante. Das mache ich hier nur wieder mal ganz gerne, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Stellbischen. Und dann können wir die Karte eigentlich auch schon aufkleben. Dazu benutze ich wieder mein Abstandsklebeband. Ihr kennt das schon. Und da kommt dann der Aufleger drauf. So schaut es dann aus. Wie gesagt, ich mache das unten an die untere Kante. Dann hat das nochmal einen Special-Effekt. Genau, dann wird das aufgeklebt und dann ist eigentlich eure Karte auch schon fertig. So schnell kann es gehen. Mit ein paar Glitzersteinchen, Strukturpaste und einer schönen Farbe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Inspiration zu den Glitzersteinchen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn ich ein Tutorial für euch habe. Macht's gut und genießt euren Tag. Tschüss!